Ja, welcome back YouTube und weiter geht's hier mit Skyrim und wir sind in Labyrinthion und wollen jetzt mal schauen, was hier so abgeht. Ja, hier war ja anscheinend eine fette Party. Hier liegen überall Sachen rum, aber... Oh, was ist das? Ich kann es nicht fassen, dass wir das tun. Könnt ihr euch ihren Gesichtsausdruck vorstellen, wenn wir zurückkommen? Ihr scheint ja fest davon überzeugt zu sein, dass wir da drin was Nützliches finden werden. Angesichts der Geschichte dieses Ortes ist es mehr als wahrscheinlich, dass hier noch immer große Macht vorhanden ist. Verzauberte Waffen, Bücher mit altem Wissen, Schalidors Geheimnisse. Wer wusste schon, was wir finden konnten? Und was, wenn da Dinge sind, die diesen Ort bewachen? Gegen 6 an der Akademie ausgebildete Magier? Ich glaube, wir werden keine Probleme haben. Hm, okay. Oh, da sind sie auch schon wieder weg. Ja, interessant, interessant. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier noch so haben. Und dann werden wir mal hier unten weitergehen durch die Tür. So, Zauberbuch Wasseratmung. Okay, ich glaube, das haben wir noch gar nicht, ne? Ja, da was? Ne, haben wir noch nicht. Gleich mal lernen. So, Leintuch, bla bla bla. Das brauchen wir, denke ich mal, nicht. So, dann gucken wir hier nochmal eine Urne. Was haben wir denn da? Okay. Ja, ansonsten ist hier, glaube ich, nicht viel, ne? Außer ein paar Skelette. Ah, das nehmen wir nicht mit. Ach, das ist leer. Achso, die hatte ich, glaube ich, schon im letzten Part mal reingeschnuppert. Das Gold nehmen wir natürlich alles mit. So, hier ist nix, nix, nix. Hier haben wir auch nix. Okay. Ne, hier ist noch eine Urne. Das nehmen wir auch noch mit. Ja gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt hier nochmal reingucken. Das Gold nehmen wir auch noch mit. Und dann begeben wir uns mal hier unten rein. Jo. Ziemlich, ziemlich ruhig hier, würde ich mal sagen, ne? Okay, hier kann man aber nicht hoch. Aber die Pilze können wir noch mitnehmen. Hm. Ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer. Was haben wir denn hier? Hier haben wir nix, okay. Dann nehmen wir das noch mit. Überhaupt kein Gegner ist, Mensch, das kann doch nicht sein. Hier ist auf jeden Fall ein Hebel. Oh, 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 oh mein Gott. Ich sag, es sind keine Gegner da und was ist denn da auf der Karte da oben los? Ach du Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Lydia, kannst du schon mal da reingehen? Ich komme dann gleich nach. Mein lieber Mann. Da müssen wir hier erstmal alles abgrasen und dann... Hm, okay. Das heißt, das sind ja alles Skelette, okay. Die warten schon, hallo. Hallo. Ich glaube, wir machen das mal so, dass ich jetzt, Moment, das setzen wir mal auf 6, diesen Frostheini da. Und den werde ich jetzt mal gleich... Den werde ich mal hier hin machen. Weil ich denke, wenn ich die Tür aufmache, dann... den Hebel, dann geht die Tür auf so rum. Los, rein da, Kollege. Mann, geh doch rein da. Klopft die doch da rum. Warum geht der nicht da durch? Hause kaputt. Ich verstehe nicht ganz, warum das Ding nicht oben bleibt. Der kommt da nicht durch, oder was? Kann man das so machen? Los, los,
Ja, aber das Ding ist jetzt auf jeden Fall da drin. Macht irgendwie Randale. Ja, ich würde sagen, vorsichtshalber mache ich hier mal so ein Quicksave hin. Weil ich weiß nicht, wenn ich da durchgehe, wie viele das sind, ob ich das wirklich schaffe. Versuchen wir erstmal noch da so ein bisschen. Oder ich könnte eigentlich das Vieh hier rein. Ich glaube, das hält ein bisschen länger durch, oder? Komm, komm. Machen wir ein bisschen Randale da. Ja, perfekt. Alle tot, oder? Gut, dann werde ich nochmal ganz kurz hier abspeichern. So, und dann heizen wir jetzt erstmal dadurch. Wir heizen erstmal dadurch. Oh mein Gott. Lydia, jetzt stehen mal wieder alle hier im Weg. Okay, das machen wir anders. So, dass wir auch da durchkommen. Ach du Scheiße! Kommt rein! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen das Was ist jetzt los? Nein, hör auf damit! Oh, ich kann nicht mehr laufen, ich habe keine Ausdauer. Dich werde ich jetzt erstmal töten. Okay, der ist schon down. Sehr gut. Oder? Oder schläft er nur? Oh, jetzt ist er down. Was macht denn bitte schon ein Drache hier unten drinne? Leute, was müssen wir jetzt erstmal so machen? So. Drachenknochen, Ebenerzweil. Oh, wenn ich diese ganzen Drachenknochen mitnehme. Oh, auf jeden Fall kann ich noch laufen. Ja, jetzt gucken wir erstmal, was hier noch so abgeht. Aber das wäre ja mal witzig, dass hier so ein Drache drin ist, oder? Ja, gucken wir erstmal, was ist hier noch so los. Jo. Scheint nicht viel. Die Skelette können wir noch durchsuchen hier. Aber ich glaube, so wirklich tolle Sachen haben die auch nicht dabei. Naja, auf jeden Fall haben wir noch eine Urne hier. 7 Gold. Ist ja besser als nichts, ne? Ja, hier liegen die ganzen Skelette natürlich auch rum. Und die haben nur Kacke dabei. Super. Also hier ist auch nichts. Ja, heftig, Mann, ey. Greift mich hier so ein Drache drin an. Damit hätte ich oder habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. So, hier haben wir noch eine Urne. Brauchen wir wieder ein bisschen Licht. Hier haben wir auch noch eine. So, dann wollen wir mal gucken, was sich da vorne noch so befindet. Aber erstmal nehmen wir das noch. Ja, heftig, richtig krass, oder? Sieht auch richtig geil hier unten aus. Das muss ich ja mal sagen. Jo, aber nicht mal irgendwie so eine Truhe oder irgendwas. Nee, 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 nee. So, da unten ist irgendwas wieder. Hier gucken wir nochmal ganz kurz. Ach, hier haben wir noch eine Urne mit Gold drinne. Ja, aber ich denke mal, das war's jetzt hier. Jo, gut. Dann heizen wir mal hier runter. Oh. Wir sind knapp mit dem Leben davon gekommen. Ihr wollt noch einmal da rein? Es ist zu spät. Es ist nicht von ihm übrig, um später noch einmal hineinzugehen. Bei den Göttern. Was haben wir getan? Wir können nicht zurück. Wir können genauso gut weitergehen. Es ist noch zu schaffen. Savos hat recht. Wir können es schaffen, wenn wir nur wachsam bleiben. Okay.
Die Frage ist jetzt, soll ich hier die Schrifttafel lesen? Okay, Ruhm und Ehre, der tapfere Stadt Bromjuna. Diese Mauern sollen immer stehen. Mögen die Feinde ihre Majestät sehen, mögen sie erzittern, wenn sie sie erblicken. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier rein. Abgrund. Gehen wir in den Abgrund. Tja, da bin ich mal gespannt. Der Abgrund des Wahnsinns. Hallo? So, dann geht es gleich hier weiter. Da ist auch noch was. Hier ist auch noch was. Oh, Lydia. Ey, wir haben hier immer so viel zu tun noch. Und du bist immer müde, das kann doch nicht sein. Ich mache hier fast die ganze Arbeit. Uiuiui, was haben wir hier? Ein Topf, 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 Leintuch, Leintuch, Leintuch. Nur Scheiße. Oh, 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 was habe ich denn hier gefunden? Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und das nehmen wir nicht mit, irgendwie, ne? Da hat sich da doch in der Ecke eine kleine Truhe versteckt. What the fuck? Was war das denn, bitteschön? Lydia, kannst du mal kurz gucken gehen? Also, das ist doch mal wieder hundertprozentig sicher, dass dieser Typ da gleich anfängt, da runter zu spazieren, oder? Da würde ich sagen, da hau ich direkt mal drauf. Naja, anscheinend doch nicht. Aber das sah auf jeden Fall so aus. Ja, was haben wir denn hier Schönes in dem kleinen Kämmerlein hier? Ja, nix, ne? Gucken wir hier nochmal nach. Oh, hier haben wir auch noch Pilze. Oh, oh. Was war denn da? Was war denn da jetzt los, bitte? Also wir müssen irgendwie, glaube ich, hier durch, oder? Ja, das sollten wir vielleicht gleich mal versuchen. Vielleicht mit Feuer, oder? Weil hier ist nichts. Zauberbuch Flammen, ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber das haben wir ja schon. So. Ey, wir haben lange nicht gezaubert, oder? Okay. Da unten ist schon wieder einer. Da speichern wir mal ganz schnell ab. Ich muss mir jetzt angewöhnen, öfter zu speichern, weil ich verrecke hier einfach zu oft. Was ist denn da los? Das ist ja wirklich mal kein Problem, aber... Was ist da unten denn? Das ist noch so eine Geisel. Also von hier oben wird das ja irgendwie nichts. Ich habe nicht genügend Magika. Aber das ist doof. Oh, irgend so ein Randale-Bruder ist da unten schon wieder. Das sehe ich doch schon wieder. Ich brauche mehr Magika. Jetzt haut er mich hier wieder, ey. So, ich sitze mal dahin. So, und dann spazieren wir da runter, Kollege. Da ist nichts, ne? Da ist... Oh, irgendwie noch was. Da sind einfach zu viele. Lydia hängt da noch in der Ecke. Ja, die Frage ist jetzt, obwohl der hier, der kann erstmal kommen, come on, come on, come on. Was machst du denn? Hör doch auf damit. Du kommst doch nie weiter, Kollege. Scheiße, jetzt hau ich mein eigenes Ding hier kaputt. Warum können die denn so viel einstecken? Geht's noch?
Ja, mach doch mal bitte. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Hier ist ja anscheinend nichts, ne? Oh, hier, Kampf der Frostviecher. Warte mal, ich wollte das anders machen. Ich wollte den jetzt da hinsetzen. So. Hier ist nichts oder was? Jetzt bezahlt ihr, ja. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Oder springe ich einfach hier runter? Ach komm, wir machen das so. Oh nein, nicht Lydia hauen. Verdammt! Ich will doch dich hauen. Gnade. Nein, nicht Lydia. Dich. Oh. Ist noch nicht vorbei. Oh! Schon wieder Lydia gehauen. Das war doch eine Kacke. So. Jetzt brauchen wir vielleicht mal ein bisschen Licht. Das ist kein Licht. Ja, Frage ist, gehen wir hier weiter runter? Oder? Ihr antwortet nicht. Nein. Muss ich eure gutturale Sprache sprechen? Lydia, was machst du denn schon wieder da? Jetzt bringen wir es zu Ende. Ach, das ist auch noch einer. Da könnte ich ja vielleicht mal das einfach so machen. Dass wir jetzt mal hier unseren Bogen mal wieder nehmen. Oder? Ja, wir haben natürlich nicht genügend Magicka. Aber ich glaube, Lydia, die macht das gerade auch schon ganz gut, wa? Na komm schon. Ja, super. Jetzt, wo er tot ist. Naja, okay, dann rennen wir mal mit dem Bogen wieder rum. Ja, warte mal. Da diese komischen Stimmen von da kamen, würde ich sagen. Wir gehen jetzt mal nicht hier runter, sondern. Moment, was soll ich machen? Hier hinten hin. Genau. Wir gehen mal nochmal hier lang, weil hier waren wir noch nicht. Dann müssen wir noch mal gucken, was hier los ist. Aber so richtig ist hier nichts. Aber hier gibt es noch eine komische Tür. Oh! Oh! Lecco mio! Was war denn das, bitteschön? Ach scheiße, da war so ein... So ein komisches, Siegel da drauf! Ach du Scheiße! Oh Mann, den wollte ich töten, Lydia. Du nimmst mir immer den ganzen Spaß, ey. Nein, ich brauche Licht. Ja, hier geht es auf jeden Fall nicht weiter, aber dann können wir erstmal noch hier nachgucken. Ah, hier haben wir noch ein schönes Kämmerchen gefunden. Das ist doch mal nice, oder? Komm, Lydia, tob dich mal so richtig aus hier. Das nehmen wir natürlich alles mit. So. Was haben wir hier noch? Unsterbliches Blut. Lesen wir auf jeden Fall. Und nehmen wir mal mit. Dann haben wir hier Gleichgewicht. Keine Ahnung, was das ist. Gucken wir mal nach. Bücher. Das haben wir ja schon. Gleichgewicht. Wandelt 25 Gesundheitspunkte in Magie um. Der Zauberer kann durch diesen Effekt getötet werden. Oh jo, das hört sich doch gut an. Alte Nordstreitaxt. Okay, hier wurde eben so ein Beschwörer getötet. Keiner verzaubert Knochenmehl, nehmen wir den Stein, nehmen wir auch. Da haben wir auch noch Knochenmehl. Okay, dann könnten wir jetzt eigentlich. Das haben wir hier. Okay, da geht's raus. Dann haben wir jetzt nur noch die Truhe hier. Dietrich sind immer gut. Was ist das denn? Stahlplattenarmschienen der überragenden Schießkunst. Bögen bewirken um 30% höheren Schaden. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, dann können wir jetzt hier nämlich wieder rauslatschen und jetzt würde ich sagen, da wir hier ja alles kontrolliert und untersucht haben, werden wir uns jetzt erstmal hier vorne zu diesem komischen
Typen, der die ganze Zeit hier redet. Wir gehen momentan falsch. Dann müssen wir hier runter. Nur, ich würde sagen, wir nutzen mal diese Stelle, um für diesen Part das Ende zu machen. Und ja, wir sehen uns wie sonst auch im nächsten Part wieder. Bis dann!